Performance gab es ca. 35 Minuten. Und eigentlich hat es schon jetzt angefangen, respektive könnt bitte zuschauen, wie die Landschaft, die wunderschöne Landschaft aussieht und vor allem auch, wie das klingt. Und das ist eigentlich bereits schon Musik. Und die Sound, die Klänge, die dazu kommen, macht eigentlich A, den Verkehr, B, Gitarre und C, junge Band aus Schwammendingen. Viel Spaß! Es ist im weitesten Sinne um Veränderungen im Quartier gegangen, bei dieser Aktion von der KIÖR auch und vom Tiefbauamt. Wie hast du dich an diesem Thema genähert? Wie bist du darauf gekommen, dass jetzt du die Klanginstallation gemacht hast dort an dieser Auto? Ja. Also die Inspiration ist vom Verkehr gekommen, weil ich die Stelle gut kennt hatte und es ist einfach extrem verkehrslastig, also vom Lärm her. Ich bin zum Beispiel beim Einrichten heute circa 3 Stunden gestanden. Es war nicht einmal 10 Sekunden Stille. Es war wirklich ein dauerndes Rauschen. Und das hat mich dazu bewogen, auch mit dem Verkehrslärm musikalisch zu erweitern oder einfach in ein Positivum umzuwandeln, im weitesten Sinn. Das heisst, weil in dieser Klangaktion ist der Verkehrslärm eigentlich der Tonerzeuger via Computer und so, der dann auch mitgeschwungen hat, mitgeklungen hat. Gerade an der Stelle, wo wir waren, entsteht eine 8 Meter hohe Betonwand. Und wenn man dort steht, und wahrscheinlich wird die auch verwachsen sein mit Pflanzen, denke ich jetzt mal. Ob das schön oder weniger schön ist, lassen wir mal offen. Ich finde, das ist ein recht massiver Einbau, der dort kommt, gerade wenn man gerade so in die Nähe steht. Aber der Gewinn ist natürlich obendrauf. Also das heißt, es entsteht eine Parkanlage, eine Gehanlage auch. Und das stelle ich mir natürlich auch sehr schön vor, weil das sind, was weiß ich, das sind Bänkli, Leute spielen, die Leute laufen umeinander oder geniessen Sonne oder geniessen endlich mal Ruhe, vielleicht auch. Das ist auch schon toll. Oder gehört vielleicht Naturgeräusche. Was man sicher nicht hören muss, ist der Lärm vom Verkehr. Den wird man aber wahrscheinlich spüren, also im Sinne von Vibrationen oder so. Weil das ist wirklich ein Verkehrsader, der einfach durchgeht und ja, die ist einfach rum. Das kann man ein bisschen zukaschieren, man kann es ein bisschen verschönern, also im Sinne von anders gestalten oder umleiten, aber die ist da, die ist immer präsent. Ob man die jetzt hört oder weniger hört, ist vielleicht angenehm, dass man sie weniger hört zur Nacht, und vor allem wenn man gerade dort wohnt. Aber das kann man einfach nicht umgehen, dass es einfach Verkehrslärm rum ist. Wo fängt der Lärm an oder hört der Lärm auf und fängt Musik an? Das ist sehr individuell. Es gibt Leute, die haben fast kein Spektrum. Die sagen sehr schnell, Musik, die ein bisschen lauter wird oder so, das ist Lärmen. Und andere, die das Spektrum ganz weit oben sind, die immer noch also sehr lärmlastig ist, aber immer noch als Musik empfinden. Sehr, sehr individuell. Und das finde ich auch interessant, dass es geht auch um das Ausloten. Ab wann fängt eine akustische Welt musikalisch klingen und im Sinn von Wohlklang, im Sinn von spannend, von zuhören, von Raum eröffnend, und ab wann ist das einfach nur ablehnend im Sinn von Weg, das mag ich nicht mehr oder ich kann es nicht mehr hören oder stört nur noch und so. Und das ist sehr, sehr so eine Fluidumzone eigentlich, wo es sich herstellt. Und das finde ich sehr spannend, das auch ein bisschen auszuloten. Thank you.
Wasser kann Kunst im öffentlichen Raum bewirken. Also es ist die drei Aktionen heute in Speziellen, auch meine Aktion mit dem Klang, das ist eine ephemere Aktion. Das heisst, es entsteht nur an dem Ort, in dem Zeitpunkt, in dem Zeitrahmen auch von diesen 35 Minuten. Und dann ist es wieder weg. Also es ist nicht in dem Sinne eine Skulptur, die ich da aufbaue, eine Betonskulptur, die nachher jahrzehntelang bleiben tut. Das heisst, die Leute, die das aufgenommen haben oder erfahren haben dürfen oder einfach wahrnehmen, die bei denen sickern es in Dimensionen von Vergessenheit oder von Erinnerung oder vom Nachherverzählen. Je nachdem, das ist sehr unterschiedlich. Und das ist ja das Tolle, dass ja etwas ein Anlass ist, wo eine Art wie ein Impulscharakter ist. Und wie das weitergeht, das kann ich jetzt natürlich nicht meinen oder wünschen. Ich hoffe, dass es weitergeht, dass ich so fortpflanze, von Mensch zu Mensch. Und auch selbst wenn das nur eine gute Erzählung ist in 10 Jahren, ist das immer noch eine sehr gute Wirkung.